Hallo, da sind wir wieder bei Gestürzten TV. Mein Name ist Flo und wir spielen heute weiter Jotun. Wir haben ja in der letzten Folge hier das Gebiet erkundet und so weiter. Und genau, also wir haben hier das Gebiet erkundet, sind hier mit dem Lift runtergefahren. Und jetzt wollen wir hier noch den Rest vom Gebiet erkundschaften. Und ich bin mal gespannt, was wir denn so entdecken, ob wir noch einen goldenen Apfel finden oder sowas. Das wäre schon ziemlich cool. Wäre voll Knorke. So, der ist weg. Den anderen ignoriere ich erstmal kurz. Ich will hier oben erstmal nachschauen, ob es noch irgendwas gibt. Und nein, es sieht nicht danach aus. Okay. Ein poröses Fass gibt es auch keins, wo man dann irgendwie das einschlagen könnte, um einen Geheimgang zu finden. Von daher machen wir ihn platt. Wo sind wir denn da jetzt genau? Wo kommen wir denn da wieder irgendwo rüber? Nope. Mal schauen. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit irgendwie Ausschau gehalten nach so einem Ast, den man umsäbeln kann und dann rüberlaufen soll als Brücke. Aber das macht ja hier gar keinen Sinn. Das ist ja Quatsch. Ah, hier. Warte mal, wenn wir den dann noch drüber hauen. Das ist ja cool. Voll cool. Super. Dass man sich da so eine eigene Brücke noch bauen kann. Gut, aber braucht's nicht. Wir waren jetzt, glaube ich, hier irgendwo, oder? Oder sind wir jetzt hier einfach nur rübergegangen? Nee, wir sind, glaube ich, hier rüber, dann da rüber und jetzt hier unten müssten wir nochmal rüber. Ja. Naja. So, komm her, ich brauche noch mehr für eine Brücke, du Riese. Mehr, mehr. Ach, da geht's schon rüber, okay. Oh, das war knapp. Cool. So, ja genau, hier nochmal. Ah, da reichen aber zwei. Ja, so. Na, komm her, du. Oh, Schwerter. Und eine Form für ein Schwert. Was? Ah! Mann! Arsch. Schnappen wir uns den da drüben auch noch. Den da. Mist. Noch nicht ganz. Na? Ah, okay. Vom Timing her ist das alles noch in Ordnung. Ah, Mist. So weit jetzt auf einmal. Komm. Du warst nicht mal mehr auf dem Bildschirm. Arsch. So. Machen wir den hier. Nein! Vielleicht hier auf diesen Ding drauf, so auf diesen Geysir vielleicht? Mal schauen, wenn wir den da hochkicken. Macht das was? Nö. Okay, mal schauen. Da kommen wir vielleicht hoch. Und da ist ja dann auch die Brücke, wenn wir jetzt hier hochgehen, ne? Wunderbar.
Ich muss nur kurz hochgehen, um sicher zu sein, ob wir uns noch richtig orientieren. Genau, dann ist das hier die Brücke. Dann gehen wir hier runter. Und schauen mal, ob wir dann da vielleicht noch irgendwie zum Schrein kommen. Na, die hat mir gerade ein bisschen zu lange gebraucht. Also an der Brücke, genau, auf diesem Ding waren wir schon, dann sind wir hier irgendwie rüber. Genau, wird schon irgendwie klappen. So, hier war doch auch noch einer irgendwo. Nein? Ja, da oben sind sie aufgetaucht. Okay, aber die interessieren mich jetzt relativ wenig. Der steht auch da oben. Okay, da kommen wir nicht ran. Wow. Jetzt hat. Okay. Na, ich dachte, wir hätten uns gerade irgendwie festgebackt, was natürlich echt scheiße gewesen wäre. Oh, da brauchen wir jetzt eine längere Brücke. Na, werfen wir einen Stein hierher. So. Jetzt hier einer. Cool, das läuft ja wie am Schnürchen. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Außer wieder eine Schmiede. Und tschüss. Was? Oh. Verdammt. So. Da kommen wir jetzt zum Schrein. Ich höre ihn doch schon. Hört ihr ihn auch? Na, da erstmal noch runter. Oh, ein neuer. Oder? Tatsächlich. Mir lotnas kraftur Gungnis. Heill sé þér Óðinn, Alfaðir, goð orustu og dauða. Sehr cool. So. Dann schauen wir mal, wo wir denn noch lang können. Also erstmal da irgendwie nach links rüber. Wenn es da links rüber geht. Oder müssen wir... Ich meine, wir müssen ja erst hier nach oben wieder. So. Ah, da steht noch ein Riese, der weg muss. Was? Ach komm. So, weg ist er. Ne, den können wir da oben stehen lassen. Da brauchen wir jetzt keinen Speer hinwerfen. Wir sind jetzt, glaube ich, hier rüber. Oder sind wir jetzt hier? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, geht's ja nicht irgendwie lang? Ah, Mist. Na. Wieder so viel Schaden gefressen. Wegen Banalitäten. Mal schauen, wo wir da hinkommen, wenn wir jetzt darüber gehen. Und tschüss, Brücke ist da. Was? Doch nicht. Ah, Mist. Jetzt aber. Yep, perfekt.
So. Es ist doch eher unwahrscheinlich, dass hier unten ein Baum am Wachsen ist. Hier. Da kriegen wir die Steine her. So, und nochmal. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Verdammt. Und? Nein, was? Ah ja, okay, gut, das geht. Dann bauen wir uns hier noch... Oh, shit. Einer zumindest hier mal weg. Ich meine, der auf der anderen Seite kann ja stehen bleiben. Mal schauen, was passiert. Ah ja, okay. Miau. Oh, okay. Gut, dann... Nein! Ah, okay. Mit Springen geht's. Rüberrollen. Wo sind wir denn gerade eigentlich? So, den erstmal wegmachen hier. Ah, ich muss da rüber. Wirf mal einen Stein her. Hey, komm mal her. Hier. Da, Stein. Und? Na, noch einen. Da. Oh, kann ich da? Ja, da kann ich schon rüber. Danke. Hier ist deine Belohnung. So. Ich höre doch da schon was. Es wird die Rune sein wahrscheinlich. Was ist das hier? Aha, aha, aha. Gleich vier. Was ist denn los mit euch? Und tschüss. Oh. Ah, hat er mich erwischt. Und auf die Zehen. Ah, da hätte ich vermutlich rüber gesollt, muss, tut. Mist. Wenn ich jetzt dahin gehe? Nein. Was passiert, wenn ich ihn da rauskicke? Nee, zerbricht. Okay. Schade, mich würde es echt interessieren, ob hier irgendwo noch so ein goldener Apfel ist. Ich höre auf jeden Fall schon die Rune. Ich halte mich mal. Dann gebe ich mal ein bisschen Gas. So. Jetzt erstmal den hier noch kaputt machen. Mal schauen, wo wir jetzt landen. Ich weiß es nämlich nicht. Ja. Ups, da hoch. Jetzt kommt es gleich wieder. Puff, 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 puff. Und dann kommen ganz viele Riesen. Nein? Okay. Naja, doch. Es geht eigentlich so vom Timing her. Mist, erwischt. Da oben ist nichts, okay. Naja. Mit der kleinen Attacke kann man ihren Wurf unterbrechen. Das ist auch ganz interessant. Gut zu wissen. So, jetzt laufen wir erstmal zur Rune. Und dann
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das epische L. Du hast fundið báðar rúnir Kunns, eldjötunsins, skaparasverðs Ragnaraka. Haltu áfram að kanna svæðið, en það snúðu aftur í Ginnungagap. Auf nach Ginnungagap und hören wir uns an, was Thora uns zu erzählen hat. Oder? Kommt das jetzt? Nee, es kommt nur nach einem Riesen, oder? Es kommt nichts. Also machen wir in der nächsten Folge dann den Endboss hier. Den Schmied der Ragnarök-Klinge. Und wenn es euch gefallen hat, liked und subscribed. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.